Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Nein. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Also, Ryan und Laura, hm? Oh Mann. Glaubst du, da bahnt sich irgendwas an? Ja, da hat es auf jeden Fall gefunkt. Ja, genau, aber waren das jetzt so Agrofunken oder Sexfunken? Das waren bestimmt Sexfunken. Ist sie nicht schon mit jemandem zusammen? Ja, nur Ryan ist Ryan. Abgesehen davon, jetzt wo er ein Abenteuer mit Miss Geheimnisvoll erlebt, wie nimmst du es damit auf? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Oh, Scheiße. Schon gut. Ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaube ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Wieso bist du immer so positiv? Ach, wieso fragst du mich das ständig? Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein... Was auch immer du gerade tust. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Ach, bitte. Was? Denkst du wirklich so über deine Follower, dass alles Trantüten sind, die du aufmuntern musst? Wow. Geh auf mich los und nicht auf meine Follower. Die Emma Nation. Du musst echt einen besseren Namen für die finden. Auf jeden Fall. Eine Scheißnacht, was? Ja. Na los, ich will es von dir hören. Eine Scheißnacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Lass mich los! Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Weib! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Hab dich! Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt!
Hört sofort auf! Constance. Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf. Wach auf. Liebling. Komm schon. Wach auf. Wach auf. Oh. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis.
Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Selber Wichser! Ist hier echt Bären? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Thank you.
bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon. In die Fresse. Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Das wird jetzt alles andere als angenehm, was verspreche ich dir. Schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Lass mich in Ruhe! Au, das tut echt weh! Dad! Laura! Hey, ich bin's! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Ich meine, ich wollte das nicht sagen, nur... Hättest nicht mitkommen sollen. Glaubst du? Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was?
Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir es oder nicht? Tu es. Okay. Oh. Weich und saftig für dich. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Bobby? Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Diese Typen werfen nie was weg, ha? Huh? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch, keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter.
Problem. Verdammt. Das muss ich doch öffnen lassen. Vielleicht in dem Haus-Ding. Schauen wir nach. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Wer ist T? Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm.
Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Da. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh. Jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler! Shit. Okay.
Dann mal los jetzt. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Wir müssen was tun. Was denn? Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen.
Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt's keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? Der Jäger hat sie verloren. So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Diese Scheißtypen sind überall. Hoffe, das hält. Oh, fuck. Was gefunden? Oh, ich check nur die Leiter. Ist da eine kleine Tür oben? Ja. Dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay, was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Okay. Ich denke, das macht Sinn. Alles okay? Oh, wow, ja. Okay, ja, das war knapp. Mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na, egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein.
Was war das? Ich denke. Ich denke, das ist Chris Hackett. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich meine das ernst. Besonders, weil mir Gewürm erledigt ist. Ein Rest ist noch übrig, aber es bleibt noch Zeit. So, sag, was hast du gefunden? Sollen wir mal schauen? Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Alles hat Bedeutung. Jede Entscheidung vermag, die Balance gleich zu erschüttern. Lass dir Zeit. Denk. Überlebe. Vielleicht. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Nein. Oh, was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Oh.
Gott, nein. Silas, mein Junge, nein. Oh. Oh. Mami, komm schon, Silas. Mami, komm schon, Silas! 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 Nein, nein, nein! Mein Baby! Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen! Er ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas. Mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Ich habe so viel für dich getan.